unsere langjährige, bisher in genau einem Jahr vollführte Tradition vor, beliebte, populäre Spieleformate ein bisschen in die Podcast-Richtung hin zu twisten. Und das, was dieses Mal dran ist, ist Drawful. Kennt irgendjemand von euch Drawful? Ah, immerhin zwei oder drei. Kennt jemand von euch, wir sind ja alle schon ein bisschen älteres Kalibers, You Don't Know Jack? Wer kennt das? Ja, das war super damals, ne? Das sind genau die Macher. Das ist also ihr zweites Projekt quasi nach You Don't Know Jack. Und es geht darum, Dinge zu zeichnen und sich dann darüber Sachen auszudenken. So, der Grundmechanismus ist jetzt nicht so rasend originell, aber wir werden ihn hier mit einem noch nie gegebenen technischen Aufwand durchexerzieren. Wir haben also sechs Laptops hier, Tablets im Einsatz. Außerdem haben wir einen First Screen und einen Second Screen, wo also ständig unterschiedliche Dinge zu sehen sein werden. Und wir haben auch noch eine Publikumsbeteiligung, sodass nicht nur die Leute auf der Bühne Action machen können, sondern auch noch ihr im Publikum und sogar die Leute draußen im Stream. Hallo Stream. Hat es also noch nie ansatzweise gegeben. Der Nachteil der ganzen Geschichte ist, es ist auch mit Abstand das komplizierteste Spiel, was man sich für einen Samstagabend, wo wir sowieso alle schon ein bisschen müde sind, vorstellen können. Von daher werde ich ungefähr jetzt die nächsten 40 Minuten darauf verwenden, euch die Spielregeln beizubringen. Ganz wichtig jedoch, Ansagen beachten, bevor irgendwas anderes kommt. Versucht bitte, vor allen Dingen, wenn ihr im Plenum seid, nicht clever zu sein. Ihr könnt nämlich das Spiel kaputt machen. Es gibt also eine Stelle, wenn ihr da das Falsche tut als Plenum, müssen wir leider alle abbrechen und nach Hause gehen. Das heißt also, solange ihr das nicht wollt, bitte achtet genau auf die Ansagen, die hier das eigentliche Game-Team, dann, ich werde mich nämlich gleich verziehen hier von der Bühne, euch ansagt. Und nur dann dürft ihr also die Dinge tun, die ihr gerne tun möchtet. So, ich habe, ihr könnt das wirklich nachvollziehen, jetzt hier, wie viele Folien? 20 Folien gemacht und habe dann aber vorhin entschieden, dass ich das auf eine runterdampfe, weil alles andere bringt, glaube ich, nicht viel. Wie ist die... der Rest muss ich dann spontan irgendwie zusammenfinden. Also, weil ganz so arg kompliziert ist es nur wiederum auch nicht. Wie ist die Grundidee? Es gab ein Kreativteam, was im Wesentlichen hier versammelt ist. Die haben sich in monatelanger Arbeit ein paar hundert Begriffe ausgedacht, die im Podcast-Universum angesiedelt sind. Ja, wie also beispielsweise Podcast. Ja, aber auch ein paar originellere, so wie Folge oder sowas. Ja. Das heißt, wir haben also irgendwo einen großen Pool an Begriffen, der ist geheim. Den kennen nur wir. Und noch nicht mal, ich glaube, auch von uns kennt keiner alle Begriffe. Also auch da sind große Sicherheitsvorkehrungen begriffen worden. Es werden Kandidaten auf die Bühne gelotst und besser natürlich noch Kandidatinnen, und zwar sechs an der Zahl, die wir dann gleich in einem pseudo-freiwilligen Verfahren aus eurer Reihe herausrekrutieren würden. Die werden dann jeweils in Zweiergruppen, macht Sinn bei drei Tischen, hier jeweils ein für sie schon perfekt vorbereitetes Tablet vorfinden, mit dem sie dann im weiteren Verlauf spielen werden, und zwar alle gegeneinander. Ja, es ist also ein ganz brutales Spiel, keine Koalition gibt es da, sondern jeder gegen jeden. Der Hauptpunkt ist der, dass aus diesem großen Pool an Begriffen bekommt jeder der Spielerinnen einen vorgelegt, und zwar einen unterschiedlichen. Ja, das heißt also, abgucken oder sowas macht überhaupt gar keinen Sinn. Jeder hat genau einen Begriff, den niemand sonst hat und der auch im weiteren Spiel nie wieder gezogen wird. Ja, jeder Begriff kann nur einmal gezogen werden. Und es ist dann die Challenge, diesen Begriff mit dem Finger auf das Tablet zu zeichnen, so dass es vielleicht irgendjemand wiedererkennen kann, was da wohl gemeint ist. Ja. So, bei Podcast könnte man sich jetzt beispielsweise vorstellen, dass ich halt irgendwie so ein Podcast-Logo dahin male. Ja, vielleicht mache ich aber auch irgendwie, male ich ein Headset so, aber dann ist schon wieder die Verwirrung, naja, dann sagen alle, das ist so ein Headset und kein Podcast. Also, pst. Also ihr seht, dass da schon so ein gewisser Schwierigkeitsgrad sich schon auftut. Ja. Die zweite Schwierigkeit ist halt, dass das mit dem Malen gar nicht so gut gelöst ist. Ja, das heißt also, man darf sich das jetzt nicht so Photoshop-like vorstellen oder mit so einem schönen Apple-Greffel, sondern mit dem Patschefinger muss man da so irgendwie, man hat nicht viele Farben. Zwei Farben. Man kann nicht löschen.
Ja, das heißt also, was da einmal drauf ist, gibt kein Radiergummi, damit muss man dann leben und muss drumherum improvisieren. Und man hat auch noch einen sehr, sehr kurzen Zeitfenster von, ich glaube, irgendwie 60 Sekunden, 90 Sekunden, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, also ihr steht auch noch unter einem immensen Zeitdruck bei der ganzen Geschichte. Nichtsdestotrotz, am Ende habt ihr also euren Begriff, der nur für euch da war, gezeichnet. Und diese 6 Zeichnungen werden dann wiederum allen Kandidaten vorgelegt, nacheinander, immer jeweils ein Begriff. Dann sollten sich, also die werden quasi dann hier auf diesen Screens nacheinander dann gezeigt, verdeckt allerdings. Das heißt also, das Publikum sieht das dann nicht zu dem Zeitpunkt. Und die müssen dann sich zu diesen Begriffen, auf ihren Tablet-Screens. Ihr seht, es wird kompliziert, ja, aber der Clou ist, auf dem Tablet ist jeweils genau geschrieben, was als nächstes zu tun ist. Das heißt also, für euch im Publikum wird das alles etwas erratisch aussehen, aber die 6, die wissen total Bescheid, was passiert. Ja, da hoffen wir zumindest. Ansonsten müssen wir einschreiten und irgendwas tun. Jeder bekommt also die 5 Begriffe, die 5 anderen gemalt haben, bekommt er vorgesetzt und muss sich jetzt wiederum etwas ausdenken, was das wohl sein könnte, ja, um wiederum andere in die Irre zu führen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie den richtigen Begriff wählen, ist vielleicht gar nicht so hoch. Das heißt also, sie würden dann den Begriff wählen, der am ehesten dem entspricht, was da wirklich zu sehen ist, nicht unbedingt das, was vielleicht ursprünglich mal intendiert war, ja. Bei seinem eigenen Begriff, der wird den anderen natürlich auch vorgelegt, da heißt es dann Pokerface aufsetzen, dass die anderen nicht sehen, wer es gemalt hat. Ja, und vielleicht kann man auch so verstohlen, so tun, als würde man irgendwas tippen. Ja, da kommt also ein clandestines Element noch der Täuschung mit rein an dieser Stelle, das aber auch nicht so rasend wichtig ist, ehrlich gesagt. So, am Ende haben wir dann also 6 Zeichnungen und 6x6 Begriffe, die jeweils also auf diese Zeichnungen gemappt sind. Dann kommt die öffentliche Runde, in der dann hier alle Spaß haben. Nämlich diese 6 Zeichnungen werden wiederum nacheinander, jeder einzeln, öffentlich gezeigt, zusammen mit den 6 Begriffen, aus denen man dann wählen kann. Und dann voten alle, was wohl diese Zeichnung beinhaltet. Und da ist dann eben der Clou, dass das die Stelle ist, an der auch ihr mitmachen könnt. Sprich hier, toll, hier auch können alle Zuschauerinnen mitmachen. Da werden wir nämlich eine URL bekannt geben, an der ihr mit euren Smartphones oder Tablets euch einloggen könnt in dieses Spiel. Das ist diese Zukunft, von der immer alle reden. Und selber mitvoten und das fließt hinterher in eine völlig undurchsichtige Punktevergabe ein. Ja? Die Älteren unter uns werden sich irgendwie an Tutti Frutti oder sowas erinnert fühlen, die Länderpunkte. So ungefähr auf dem Level ist das zu sehen. Keiner von uns weiß, wie diese Punkte zustande kommen. Wir müssen das so hinnehmen. Es wird irgendeine Logik da dahinter geben. Ja. Nein, der Clou ist, an dieser Stelle können sogar auch Zuschauerinnen aus dem Stream mitmachen. Die müssen also nicht mal hier. Der ist an der Adresse, wo wir hier schon seit 2 Tagen streamen. Das heißt also subscribe.de/live. Ja, da wird das hier dann live übertragen. Okay. So, und dann beginnt das Ganze wieder von vorne, ja, wenn diese 6 Begriffe durch sind, weil das Ganze noch in Runden aufgeteilt ist. Das ist so der grundsätzliche Spielablauf. Ich glaube, der Grundmechanismus ist in etwa klar. Ja. Die Runden, die wir dann spielen, sind folgendermaßen. 6 Leute bilden das erste Team, die spielen 2 Runden. 6 Begriffe logischerweise dann halt. Danach werden die 3 Besten davon hinten auf diese Logenplätze verfrachtet. Welche die Besten sind, das ergibt sich aus dieser völlig undurchsichtigen Punktevergabe. Ja, das heißt also, die ersten beiden werden nämlich nach quasi Erkennungspunkten bewertet und dann gibt es noch so Trostpunkte, das werdet ihr dann sehen im Spielverlauf, wo man besonders originelle Antworten noch mit besonderen Herzchen auszeichnen kann und sagen so, okay, das ist es mit Sicherheit nicht, aber das ist einfach eine verdammt originelle Antwort, die sich da jemand hat einfallen lassen. Die kann man auch noch auszeichnen und der dort vorne liegt als quasi der echte Kreativkopf der Runde, der ist dann der dritte Kandidat für das Finale. Das Ganze wiederholt sich dann mit 6 weiteren, das heißt also insgesamt können 12 von euch heute Nacht hier mitspielen. Die spielen entsprechend Runde 3 und 4. Die besten 3 aus denen spielen dann nochmal 2 Finalrunden, sodass TJ dann endgültig mal einen echten Kompagnon an die Seite bestellt bekommt von jemandem, der hier mal wirklich die Samstagabendshow gerockt hat. So, alles klar soweit?
Wir können jetzt auch nochmal die 18 anderen Folien durchsehen. Also so sieht die GUI aus. Ja, da muss man am Anfang nochmal sein eigenes Porträt zeichnen, so, damit man ein bisschen mit dem Malmechanismus klarkommt, so wie sehe ich aus. Und all so ein Kram. Aber das ergibt sich gleich alles aus der ersten Runde. Die erste Runde wird wahrscheinlich ein bisschen hakelig werden, aber danach, denke ich, wird es ganz fluffig. Okay, damit verabschiede ich mich hier als Erklärbär. Ich wünsche viel Spaß und übergebe jetzt an das eigentliche Spielteam. Haut rein. Ja, vielen Dank, Ralf. Es ist, ich sag mal, für den Livestream, ich schaue in sehr informierte Gesichter. Das heißt also, es wird alles sehr gut klappen. Ja, also das eigentliche Spielteam heute oder zumindest eure Assistenten oder die Regelkontrolleure sind jetzt Johannes und ich. Nele, hallo, herzlich willkommen. Und unsere erste Aufgabe ist natürlich jetzt hier 6 handgepickte Freiwillige für die erste Runde. Ihr wisst, wie das bei den Spielen hier bei der Subscribe oder bei den Workshops ist. Es ist manchmal nicht ganz freiwillig in der ersten Runde. Da! Und der Poop ist natürlich in der ersten Runde immer damit dabei. Und zwar wird der Johannes hier so ein bisschen mit euch Spielern kurz einrichten, dass ihr euer Profil anlegt und danach erkläre ich euch im Publikum dann, wie ihr auch mitmachen könnt. Ne? Wir sind ja hier so im modernen 21. Jahrhundert geprägten Bayerischen Rundfunk, da muss Publikumspartizipation natürlich sein. Genau. Also vielleicht schon mal für das Publikum, also für alle, die jetzt nicht gleich mitspielen wollen und die am Stream sitzen, die Adresse, die Internetadresse, auf der wir spielen, ist jackbox.tv. Alles Weitere folgt zugleich. Jetzt wechseln wir nochmal in diesen Bildschirm. Also, ja. Wer spielt mit die erste Runde? Hey, Puppe. Und dann haben wir Georg, Tine. Wer ist noch da? Wie viel seid ihr? Könnt ihr mal, ja genau, kommt doch schon mal so langsam vor. Der Johannes wird euch gleich verarzen. Ja, sehr gerne. Heroenhaft hier, die erste Runde. Ihr habt ja schon gemerkt. Bitte einen Applaus. Hier bitte Applaus, ja, vielen Dank. Also ich sag mal, ein Teil der Publikumsaufgabe könnte auch sein, mal zu gucken, ob die sich hier gegenseitig auf die Tablets schauen, während es spielt. Und das ein bisschen zu melden hier. Es fehlt jetzt noch jemand. Das macht der Johannes gleich mit euch. Ach, der Udo. Der Udo. Ja, noch ein extra Applaus für die. Okay. Noch ein extra Applaus für den Udo, der uns jetzt hier die erste Runde voll macht. Ja, also was jetzt hier passiert, das seht ihr natürlich nicht, das ist ein bisschen gemein. Wir können euch auch noch nicht den Raumcode verraten. Also wenn ihr jetzt auf jackbox.tv euch einloggt, das könnt ihr wirklich hier alle auch mitmachen mit euren Geräten. Da müsst ihr einen Raumcode eingeben und euren Namen. Diesen Raumcode verraten wir euch jetzt im Moment noch nicht, weil wir erst unsere Spielerinnen und Spieler hier einloggen müssen. Ja? Und sobald das geschehen ist, geben wir das frei, sobald das Spiel. Ah, sehr schön. Ich sehe hier schon, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber schon äußerst, sagen wir mal, kreative Profilbildvergaben. Ganz kurze Frage: Ist es irgendwie so eine Verarbeitung einer Kindheitsepisode, was dein Profilbild hier darstellt, lieber Georg? Nein, das ist die Verarbeitung meiner Erwachsenen-Episode. Gut, also ihr werdet gleich sehen, was das Ergebnis davon ist. Ja, also unsere 6 Spielerinnen und Spieler hier auf der Bühne, die loggen sich jetzt quasi ein, bauen sich ein Profilbild. Genau, also das Ganze, wir haben es jetzt leider nicht, Jackbox, jackbox.tv ist die Adresse. Da könnt ihr euch dann auch gleich alle einloggen. Und das gilt übrigens auch für den Livestream. Ne? Also, dass ihr dann hier einen Teil des Spieles zumindest auch mitgestalten könnt. Oh Gott, das ist interaktiv. Ich glaube, das ist dieses Web 2.0, wovon Sie reden. Ja, also Udo hat es geschafft. Also ich möchte nur ganz kurz sagen, also verausgabt euch nicht schon beim Profilbild malen. Ich sag mal, wir suchen hier nicht ganz den nächsten Picasso. Seid ihr schon so weit da drüben? Ja, okay. Und dann kommt ihr jetzt ins Spiel. Also der Johannes gibt gleich das Go, dann wisst ihr, mit welchem Roomcode ihr euch in das Spiel mit einschalten könnt. Ne?
So, alle sind drin. Das Spiel ist sozusagen erstellt. Aha, jetzt könnt ihr also auch schon mal sehen, Entschuldigung, genau, der Roomcode seht ihr da oben, links, N-O-M-J, Join the Audience, ja. Also wenn ihr auf jackbox.tv seid, könnt ihr euch über N-O-M-J einloggen. Ja, der Johannes macht das jetzt parallel mal mit, N-O-M-J, genau. Und ja. Ja, jetzt ja. Entschuldigung, habe ich gerade. Ja, und Send genau. drücken, genau. So, also der, so geht das, wenn man sich als Publikum einloggen will. Also Georg, das ist wie gesagt die Verarbeitung der Erwachsenen-Episode, da oben rechts, ganz oben. Ich weiß nicht, sind das Ohren oder Augen und Ohren, ein bisschen vertauscht. Ach so, das sind die guten Ohren. Ah, alles klar. Das also stellt es auch noch eine Beziehung zu Auphonic, würde ich jetzt mal sagen, Herr. Wer ist denn? Aha, okay, Tine, glaube ich, meine ich zu erkennen, unten rechts am Bildschirmrand. Dann ist jemand fröhlich auf dem Feld unterwegs. Also ihr seht jetzt die Spieler, die malen gerade diese Begriffe. Ja, die haben jetzt also Begriffe aus dem Podcast-Universum mitgeteilt bekommen, die sie malen sollen. Und jetzt geht es schon los mit dem ersten Begriff. Ja, ihr müsst mal auf eure Bildschirme gucken. Genau, und ihr müsst, die Spieler sind jetzt sozusagen, genau, ihr müsst jetzt sozusagen mal raten, was das wohl sein könnte. Ja, also die Spieler, die tippen jetzt irgendwie entweder was besonders Kreatives oder was besonders Offensichtliches ein. Ich würde sagen, in diesem Fall ist nicht so richtig viel besonders offensichtlich. Irgendwas mit einem Besen, Adidas-Schuhe, keine Ahnung. Also ich assoziiere jetzt auch mal frei. Also wenn ihr hier im Publikum irgendwie einen heißen Tipp habt, aber es soll, glaube ich, was mit Podcasts zu tun haben. Komm, funktioniert es bei euch? Der Johannes betreut euch so ein bisschen. Und ihr seht halt auch, also die gemeine Katzenhand, die ist hier eiskalt, was die Zeit angeht. Und wir haben übrigens schon 24 Leute, die sich angemeldet haben im Publikum. Also das finde ich sehr schön. Gut, also das sind die Begriffe, die vorgeschlagen wurden. Jetzt könnt ihr mitvoten. Guckt bitte auf eure Bildschirme, wenn ihr eingeloggt seid. Wir haben schon einen Voter, der den richtigen Knopf gefunden hat, vermute ich mal. Also ihr müsst jetzt mit, dürft jetzt mitraten, auch wenn ihr Publikum seid. Okay, 12 Votes haben wir schon. Achso, ihr könnt auch Bonus-Votes vergeben. Okay, die erste Runde ist damit sozusagen schon vorbei. Wer hat jetzt, der Georg hat Lautsprecher geschrieben, habe ich das richtig verstanden? Ja, und hat damit 3 Stimmen eingesammelt. Lautsprecher mit einem Ausrufezeichen hat interessanterweise 2 Stimmen eingesammelt. Und das Podcast-Logo ist quasi die Lösung dafür. Und wurde nur vom Publikum erraten. Wir haben ein tolles Publikum. Das beste Publikum, was wir in der ersten Runde schon dabei haben. So. Ihr seht, die Taktung des Spieles ist schon recht zackig. Wir gehen also schon zum nächsten Begriff. Puh, also ich weiß nicht ganz, aber das ist irgendwie so die eigene Kotze wegwischen. Irgendwas, ja. Lasst euch nicht irritieren von meinen Tipps. Also das könnte jetzt psychologisch interessant sein, was da jetzt als Vorschläge rauskommt. Aber ich muss euch mal loben, ihr habt auch sehr schöne Avatare euch gemalt. Ja, so filigran auch teilweise, Pünktchen und so weiter. Oh, ach, da ist ein Tischtennisschläger. Gut, also was sind denn Kotze in Handtasche Podcast? Toller Podcast. aha, was haben wir noch? Butter and Bread. Mhm, okay. Ein DJ. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's auch DJ Kotz in Handtasche. Könnte ja irgendwie so ein Ding in Berlin gerade sein. Ich habe da schon das Gefühl, dass es einen Lautsprecher-Troll gibt in unserer Runde. Nee, tut mir leid, Puppe. Da bist du aber mal reingefallen auf einen bösen anderen Spieler. Okay, also ich glaube, die Räuspertaste hat hier ziemlich viel abgeräumt, würde ich mal sagen. Bravo. Tine, herzlichen Glückwunsch. Na, das war mal eine richtig gute Nummer. Also das heißt, also ich glaube, bis auf Puppe haben alle richtig geraten in dieser Runde. Tut mir leid.
Die Herzen sind quasi die Bonuspunkte, die ihr vergebt am Ende. Du könntest dann sagen, dass die Leute die Zeit ein bisschen länger auskosten. Ja, also ihr müsst nicht unbedingt jetzt hier am schnellsten die Begriffe eintragen. Das meine ich hier an die Spieler, weil wir haben ja immerhin 55 Sekunden, 60 Sekunden Zeit. Lasst euch Zeit, denkt mal ganz gut nach. Vielleicht habt ihr auch eine besonders lustige Idee dazu, zu dem Bild, oder irgendwie so eine Art Albtraumverarbeitung, die euch da bewegt. Genau, ja. Also es gibt leider keine Herzchen, sondern ihr könnt sozusagen, ja, der Ralf, der wollte euch nur verwirren. Es gibt sozusagen die Möglichkeit, ihr stimmt auch ab, welcher Begriff der richtige ist, und danach könnt ihr direkt mehrere Begriffe, die ihr besonders toll findet, sozusagen nochmal anhaken. Ja? Also ihr gebt sozusagen als Publikum auch einmal die richtige Antwort ein und dann könnt ihr nochmal Bonuspunkte vergeben danach. Und ihr müsst schnell sein, weil unsere Spieler sind offensichtlich hier vorne auf der Bühne sehr schnell entschieden. Okay. Na, das war ja mal sogar ein richtige, vernünftige Vorschläge hier dabei. Ah, das Publikum hat sozusagen sich auch für die Audiospuren entschieden. Also ich kann nur noch mal wiederholen, das Publikum hat hier echt Massenweisheit dabei. So, Georg, liegst du gerade vorne oder was? Wie hast du das angestellt? Ach, Tine liegt vorne. Ein Applaus für Tine, ein Zwischenapplaus. Ja. Wer im Stream sitzt und noch mitmachen möchte bei diesem super klaren Regelwerk basierten Spiel, Drawful, geht bitte auf jackbox.tv, das ist oben links angezeigt, NOMJ, und macht dann einfach irgendwas, was er denkt, was gerade dran ist, wenn er was drücken darf. So, also irgendwie, ich finde, diese Pfeile, die sollen uns, glaube ich, irgendwie was Archaisches vermitteln. Ja, das ist halt sowieso der Kontakt zu Buschtrommeln oder zu so einer früheren Kultur. Okay, also was haben wir denn jetzt hier? Wir haben einmal Vulkan mit Eruption. Das ist ja auf jeden Fall schon, kann man sagen, was die Pfeile dann dabei sollen. Georg, hast du vielleicht eine Idee? Ja, keine Ahnung, schaut aus wie ein Vulkan und da oben kommt was raus, also. Okay, du könntest auch selber mal eine Antwort anklicken jetzt. Nicht, dass du deine Nichtführung. Da steht meine nicht oben. Okay, das war jetzt, naja. Ich glaube, wir sehen gleich, was dann wirklich passiert. Also, wir haben jetzt einmal Fernsehmüll, er hat ein paar Punkte eingesammelt, aber nicht mit dem Vulkan. Ah, der Sender, alles klar. Das ist ziemlich offensichtlich. Das Publikum hat ja auch 11% gewotet. So, was kommt denn da jetzt noch? Das Sendezentrum. Oh, wow. Okay, also 3 Spieler haben darauf getippt. Und Es war auch der tatsächliche Begriff, der gesucht wurde. Und Sebastian hat ja gut Punkte eingesammelt. Ja, das war also eine gute Runde für Sebastian, würde ich mal sagen. Und hier, also ihr seht schon ein paar Leute hier vorne am echten Streak. Also wenn ihr die supporten wolltet, könnt ihr das natürlich auch machen über das Wählen. Ich denke da sofort unmittelbar an irgendwas mit Monkey Island. Ich weiß auch nicht warum. Schlüsselloch, Peephole, irgendwas in der Richtung. Also falls das Publikum hier auch eine psychoanalytische Tiefenanalyse durchführen möchte, keep it coming, ja, keep it coming. Ja, die Zeit läuft ab. Ich bin ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, von diesen Punkten dazwischen. Vielleicht ist es nochmal so ein ganz besonderer Hinweis, den wir uns jetzt hier zu Herzen nehmen wollen. Und immerhin haben wir jetzt schon 33 Leute im Publikum. Das finde ich schon sehr schön. Habt ihr so langsam den Modus, ist nicht schlimm. Einfach ganz viel durchdrücken. Wenn ihr fair seid, immer alle Begriffe anklicken, dann kriegt hier jeder einen Punkt. Aber es ist ja kein faires Spiel. Also macht einfach, drückt einfach. Da hat jemand noch nicht abgestimmt, würde ich sagen. Ja? Gibt es ein Problem? Okay, also es ist ein bisschen von so einem Todesthema überlagert, würde ich sagen. Ich sag mal. Der Podcast ist dem Radio sein Tod. Das ist auch durchaus, sagen wir mal, von der Verbalisierung her
Sehr schön, sehr gelungen, finde ich. Ja, das Publikum ist irgendwie schneller entschieden als ihr, glaube ich. Ja, der Tod des Podcasts. Aber ich komme immer noch mit diesen Punkten nicht klar. Da hat doch jetzt keiner was mit diesen Punkten aufgegriffen. Wie seht ihr das? Danke übrigens, dass jemand Puerto Partida geschrieben hat. Mhm. Ich glaube, das war so ein kleiner Natsch-Natsch an dich, Johannes. Ja. Ja. Was sehen wir denn? Akko, der, ja, das war auf jeden Fall so ein, sag ich mal, ein Name, der auch wahrscheinlich viele Daumen hoch absorbiert hat. Okay, Raydon war die richtige Antwort. Der Puppe. Und ein Applaus für Puppe, weil der hat das echt super gezeichnet. Entschuldige. Ja, die Punkte, wie gesagt, darüber reden wir später nochmal. Also, wir haben jetzt hier eine kleine Unterbrechung, aber ich glaube, es könnte schon wieder weitergehen. Alles gut. Das ist ein Teil des Spiels übrigens, also weil es ja nicht irritierend genug ist. Ne? Da muss man zwischendurch immer noch mal den Bildschirm ein bisschen schwarz machen, um sich auch noch mal so ein bisschen, sagen wir mal, voll wieder auf so einen kreativen Impuls einlassen zu können. Okay, auch wieder diese Punkte, ja. Also, liebe Leute, das ist so dieser Podcast-Pointillismus, der sich hier so vor uns ausbreitet. Da ist schon wieder jemand sehr schnell entschieden gewesen. Tine, ich sehe dich ein bisschen ratlos, sag ich mal so. Andere behelfen sich mit Doping hier vorne auf der Bühne. Es wird Bier getrunken. Achso, ist kein Doping. Ja, die Audience, habt ihr schon abgestimmt? Ah, ihr könnt noch nicht, ne? Ah, jetzt entsteht ja quasi erst die Begriffsvielfalt. Ich glaube, am Ende der ersten Runde habe ich dann vielleicht auch so ungefähr verstanden, wie dieses Spiel geht. Okay, also, was haben wir denn da? Stop Star Wars. I endorse that message. Verbietet die Masern absolut. Jupiter on the air. Rauschunterdrückung. Sendegate. Sendegate, sollte das der tatsächliche Begriff sein mit diesem Bild in Kombination mit einer Masern-Assoziation, müssen wir über das Branding reden. Planet Kai. Gut, also das ist vielleicht dann doch ein bisschen mehr so aus der Kindheit zurecht assoziiert, was wir da sehen. Was? Georg, was hast du gegen die Masern? Rauschunterdrückung, viermal vier Stimmen und 64% aus dem Publikum. Udo, ich glaube, das war gar nicht schlecht, was du da abgeliefert hast. Und der Rest wurde einfach wegignoriert. Das ist doch auch nicht schön. Wer führt denn jetzt aktuell? Wow, Georg. Ein kleiner Zwischenapplaus, bitte. Ja. So, also das war jetzt die erste Runde. Ja, das müsst ihr euch, also wir haben mit jeder Gruppe, die hier vorne spielen wird, immer zwei Runden. Nee, du malst jetzt den nächsten Begriff, Georg. Das ist jetzt wieder wie die erste Runde sozusagen. Ja, hör tief in dich hinein. Ihr könnt euch auch beim Malen jetzt echt ein bisschen Zeit lassen im Moment, also bis die Stifte auf die andere Seite gekrochen sind. Was ist das eigentlich für eine Assoziation? Also wenn, oh, Tine, die macht hier echt ein bisschen Druck. Ja, die ist schon fertig. Du bist sehr sicher, wie es mir scheint. Der Begriff war so einfach. Ja, liebe Tine. Ich kann ja mal kurz hier rüberkommen und dich kurz befragen. Liebe Tine, bist du Podcasterin? Ja, ich bin Podcasterin. Und welche Podcasts machst du? Weil ich mache das jetzt einfach so eine Art Werbeeinblendung. Mein Podcast ist der Kulturkapital-Podcast, ist ein Bildungspodcast, aber man soll nicht sagen, dass man podcastet, sondern man will Leute erreichen, die sich für Bildung interessieren. Ja, finde ich total gut. Vielen Dank für diese kleine Werbeeinblendung. Und wir sind davon, wer ist denn jetzt hier noch nicht fertig eigentlich? Wer ist denn hier jetzt so langsam? Vielleicht ist es auch ein schwer. Ach, der Georg. Ja, Georg führt, der will natürlich seine Führung nicht riskieren, ist klar. Der will eine besonders gute Lösung finden. So, also es geht weiter, liebes Publikum. Die Pause war recht kurz, habt ihr gemerkt. Wir spielen jetzt die zweite Runde wieder mit 6 Begriffen. Das ist also ich würde auch sagen, wir sind schon wieder so ein bisschen in der Welt des Albtraumhaften. Georg, du warst sehr schnell, warst dir sehr sicher. Hast du vielleicht irgendwie so ein bisschen, woraus schöpfst du deine schöpferische Kraft?
Aus der Inspiration. Was ist deine Inspiration? Dieses Bild. Lass uns gleich über dieses Bild reden. Ich will ja noch ein bisschen rauskitzeln hier aus diesen, manchmal auch, ja, also ja, so ein bisschen vielleicht verschlossenen Menschen. Noch 5 Sekunden. Rauskitzeln. Was macht das mit ihnen? Also was löst das in ihnen aus, diese so inspirierenden Begriffe des Podcast-Universums? Aha, was haben wir? Löffelgespenst, der Podcast aus der Gruft. Tolles Thema für, sag mal, eine Kinderserie zum Beispiel. Das Spaghetti-Monster, ja, ist auch sehr plausibel, aber wie gesagt, also dieses Ding sieht da so ein bisschen an der Seite. Quallencast, Under the Sea, finde ich auch super. Under the Sea ist so ein bisschen eine Anspielung auf irgendwie Seeprobleme, ich weiß es auch nicht genau. Intellectual Property, das ist natürlich immer richtig. Soundcloud, ja, also ich sag mal, die einen sagen so, die anderen sagen so, würde ich sagen. Also das Publikum, ihr habt auch nicht mehr viel Zeit zum Voten, ja, nicht alle Votes haben wir gezählt. Okay, 32 Leute spielen mit. Aha, Soundcloud. Wer hat das jetzt, Tine? Na Mensch, so politisch irgendwie auch. Phantomspeisung. Das ist eine absolut gelungene Darstellung, würde ich sagen, weil es hat viele Stimmen auch aus dem Publikum eingesammelt. Also Tim, Top-Leistung, würde ich mal sagen. Und damit, wie gesagt, haben wir... Oh. Nee, die kommen erst am Ende. Ja, also Tine ist immer noch on top, liebe Leute. Ja, also die Herren hier, ihr müsst euch da schon ein bisschen Mühe geben. Oh, das ist aber süß. Das ist aber schon sehr süß. Also, liebe Herren, ja, also das Doping scheint hier nicht ganz zu zünden. Die Tine macht euch hier ein bisschen nackig, würde ich mal sagen. Ja, und auch nochmal der Hinweis an die Leute, die Stream gucken oder die das im Stream sehen, ihr könnt auch bei uns sein in München, indem ihr hier mitspielt, indem ihr auf jackbox.tv geht und euch mit dem Roomcode NOMJ einlinkt, lockt, und dann könnt ihr euch einen eigenen Namen geben und einen Teil des Spieles mitspielen und auch mitbestimmen. So. Ich glaube, wenn man so zwischendurch reinkommt, ist es interessant. Das ist wie so irgendwie etwas, so ein, das Leben, was an einem vorbeiläuft. Aha, okay, wir haben jetzt hier die nächsten Zungenprothese. Nicht schlecht, sag ich mal. Also wer das geschrieben hat, ich glaube mit, weiß ich nicht, da müsste man schon nochmal drüber reden, ja. Meine Hand ist entzündet, aber ist okay. Sehr schön. Ist das ein Hinweis hier aus der Spielerschaft, dass ihr irgendwie nicht ganz fit seid für das Spiel? Ist das so ein subtiler Hinweis auf euren Zustand? Nein. Also bitte sagt, wenn ihr nicht zeichnen könnt, ja. Wir wollen hier niemanden. Ghostbusters, aha. Es war irgendwie sehr medizinisch jetzt so thematisch, war so mein Eindruck, ja. Meine Hand ist entzündet, aber ist okay. Also Tim... Ich glaube, du hast auf jeden Fall viele Leute mit erheitert. Okay, also Headset, offensichtlich auch vom Publikum, sehr hoch gewotet. Udo, Mensch. Aber überleg mal, warum da jemand irgendwas mit einer Hand entzündet schreibt. Ach, du kannst super zeichnen und Tischtennis spielen. Ja, also Udo hat sich hier ganz schön hochgekämpft, liebe Tine. Jetzt bist du wieder dran. Ja, das ist irgendwie, das lässt mich ein bisschen an Weihnachten denken, muss ich ehrlich sein. Ja, also, wer auch immer das gemalt hat, es tut mir leid, aber das weckt so ein bisschen so ein kindlich weihnachtliches Gespür in mir. Du bist schon wieder fertig, Georg? Ah, der Georg, der überlegt, jetzt überlegt er das erste Mal. Hm? Deswegen dauert das so lange. Ja, man müsste hier so einen Joker bestimmen können aus dem Publikum, ja, wenn dir so ein bisschen die Inspiration fehlt. Aber die Katzenhand ist unerbittlich, lieber Georg, du musst dich entscheiden. Okay, Double Ender, Hirsch Heinrich ist dead, oh no, Antennenviech.
Trauriger Elch, Podcast aus dem Trauerwald. Grumpy Hirsch. Oder auch Pottwichtel. Ja, das steht ja auch demnächst wieder an. Also wer beim Pottwichtel mitmachen kann, der kann sich natürlich auch am Pottwichtel beteiligen. Grumpy Hirsch, das könnte ja das nächste Meme sein, das die Welt erobert. Ja, Pottwichteln auch gar nicht schlecht. Na, immerhin, doch viel abgesahnt. Der Tim, ey, Mensch. Der macht hier echte, so stellt die Fallen auf. Und was ist denn nun die aktuelle Antwort? Es ist der Double Ender. Okay, ein nicht ganz so einfacher Begriff, würde ich sagen. So, was verändert das am Tableau? Aber dass manche Begriffe, ja, Tim, ich sag's mal so, ihr habt nicht mehr viel Zeit. Ihr habt jetzt vielleicht noch 2 oder 3 Begriffe, liebe Spielerinnen. Haut euch noch mal so richtig rein. Was ist das? Ja, also wenn ihr so ein bisschen das als euer Logo dann nehmen wollt oder so, nach dem Spiel werden die auch nochmal angezeigt, die Grafiken, die hier entstehen. Ah, ich sehe gerade, TJ ist nun auch im Raum. Ich hoffe, du verfolgst die Werdung des nächsten Hall of Fame Mitgliedes hier. Georg ist schon wieder so schnell entschieden. Meinst du, das ist eine gute Strategie, ja? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich bin schon ziemlich weit hinten, deswegen ist schon wurscht. Na, wenn alle so spielen würden. Hört nicht auf diesen Mann. Es ist ein bisschen fatalistisch geworden, würde ich jetzt mal sagen. Bube, hast du auch schon was gewählt? Ja, ich habe das nämlich gemalt und ich finde das eindeutig. Ja, das sagt ja jeder große Künstler über seine Schaffenswerke. Tic-Tac-Toe, aha. Südstaaten-Telefon. Okay, also ihr könnt, wie gesagt, die Begriffe sicher vielleicht auch dann mal borgen für den einen oder anderen Episodentitel oder witzige T-Shirts oder sowas. Die X-Files sind fragmentiert. Okay, das raff ich irgendwie nicht. Größer, kleiner. Also ja, manchmal sind es halt auch so Einbegriffe. Ne? Was haben wir denn jetzt? Die X-Files sind fragmentiert. Tim, wieder eine sehr schöne Antwort. Auch das Publikum wusste es zu würdigen. Tic-Tac-Toe, aha, das haben wir alle schon. Ja, das war ja meine Band, Tine, auch immerhin. Hier noch einen eingesammelt. Matrix-Mixer, was könnte das sein? Das macht mir irgendwie Appetit auf einen Cocktail. Georg, siehst du, du hast dir Mühe gegeben, sag ich doch. Ja. Was ist denn die echte Antwort? Clusterfuck. Mensch, Puppe, das war richtig eindeutig, würde ich sagen. Mensch. Ich sag mal so, die sind ja alle nicht vorgefeilt. Ja, ja, man muss in der Matrix gewesen sein, meint der Puppe. Alles klar, wie er da hinkommt, da könnt ihr euch dann nachher bei Puppe noch ein bisschen mehr informieren. Okay, was ist das? Es könnte irgendwas von IKEA sein. Also irgendwie so, ihr kennt ja diese Pflanzenabteilung, da gibt es auch immer so ganz verrückte Varianten von Pflanzen. Das habe ich gerade angegeben. Ein X oder ein U? Es gibt noch hier so kleine Verzögerungen. Das Publikum wartet auf eure inspirierenden Antworten. Also auch nochmal den Hinweis für die, die jetzt erst in den Livestream kommen, auf jackbox.tv könnt ihr euch mit dem Code NOMJ in dieses Spiel, in diese Spielrunde mit einschalten. Wir sind hier kurz vor Finale der ersten Gruppe, des ersten Teams und haben so bedeutende Antworten wie Betten mit Antennencast. Also ich habe bei manchen Antworten hier so das Gefühl, da gibt's irgendwie eine Lücke, also irgendwie noch so eine Bedarfe, die nicht abgedeckt sind. Was haben wir noch? Umgekehrt eingepflanzte Fahnen. Okay. Betten mit Antennencast. Also ich glaube, der Puppe und Georg, die würden den dann vielleicht gerne machen, ja. Umgekehrt eingepflanzte Fahnen. Tim sammelt auch noch mal Punkte ein. Das könnte jetzt also relevant werden. Wir gucken ja jetzt gleich, wer hier die meisten Rundenpunkte hat. Und Mensch, Kapitelmarken war also die tatsächliche Antwort. Sebastian hat das gut gemalt.
hätte vielleicht noch ein paar mehr Punkte kriegen können. Aber es ist auch, wie ich finde, eine gelungene Abbildung. Ich glaube, wenn ihr den Amerikanern dieses Bild zeigt von Kapitelmarken, sind die sofort überzeugt, dass sie das auch brauchen. So, und ich vermute, dass wir jetzt sozusagen den letzten Begriff haben. Ist das richtig, Johannes? Ich habe nicht mitgezählt. Gut, also wir vermuten mal. Aber ihr könnt natürlich immer noch mitvoten. Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen was von der Nierenkehrt hat es auch. Vielleicht gibt es ja hier Vorschläge aus dem Publikum, was es sein könnte. Ihr könnt ja mal noch ein paar Tipps geben, euren Lieblingsspieler supporten und hier. Der Hotbutton, gleich schlägt der Hotbutton zu. Der Hotbutton. Der Katzenbutton in dem Fall. Der Catbutton. Ach so, das meintest du mit Tischtennisschläger, Udo, bei dir oben? Ja, so oben links, das ist ein Mann mit Tischtennisschläger. Ich will das bitte nochmal klarifizieren. Noch 10 Sekunden. Ja. Fehlen noch Antworten? Oh mein Gott. Ja, oh, das war sehr knapp. Da hat jemand komplett ausgereizt. So. Eis für alle. Hey, das wäre doch was. Say cereal one more time. Aber das steht doch, oh, Neon Kinder Internet Ad. Okay, das kommt mir ein bisschen random vor. Ach, weh, Captain America? Captain America? Okay, whatever that is. Okay, aber das hat auch nochmal einen Punkt bekommen. Hier von Tim, du sammelst auch nochmal ein paar Punkte ein. Eis für alle! Woo! Naja, immerhin. Aus dir spruch der Wunsch heraus, würde ich fast sagen. Amazon Wunschliste. Wow, das ist also gar nicht, scheint funktioniert zu haben. Also Georg, mein Gott, du solltest vielleicht den Branche wechseln und ein bisschen ins Gestalterische, in den gestalterischen Bereich. Also das war die erste Runde oder die erste Gruppe und wir sehen jetzt, wer wurde am meisten geliked. Ja, also Georg, der ist auch hier der König der Herzen, wie man sieht. Und wir sehen jetzt sozusagen rechts oben die Punkte. Also das heißt für unsere nächste Runde, wer ist da dabei? Genau, Tim, Tine und Georg dürfen sich hier auf der Bühne hinsetzen. Und ihr seid im Finale. Wenn du möchtest, kann ich dir hier jetzt nochmal alle Bilder zeigen. Genau. Also tut uns leid, Applaus für die drei, die es nicht ins Finale geschafft haben, aber hier, glaube ich, ihr Innerstes nach außen gekehrt haben. Puppe, Scheißspiel, nein. Und wir suchen jetzt natürlich für die zweite Runde wieder 6 Leute. Sehr gerne, komm bitte nach vorne. Jetzt suchen wir noch 5 Leute. Ja, also ich kann euch nur sagen, hinter euch stehen Bierflaschen. Ja, also ihr könnt euch gerne ein Bier nehmen, das hinter euch auf der Treppe steht. Also das ist sozusagen vielleicht auch nochmal ein Anreiz. Wir suchen noch 5 Leute. Sonst muss ich hier, TJ, come on. Ja, du bist doch aber unser Spielekönig. Unser Spielekönig, du hast Heimspiel hier in München. Ah, die Iris kommt nach vorne, sehr schön. Ja, ich glaube, da gibt es nicht viel zu verstehen. Vertraue deiner Intuition. Ja, genau. Es gibt also, ich habe was zu trinken, aber ich möchte dann vielleicht doch noch was trinken. Ah ja, sehr schön. Kommt gerne auf die Bühne. Was haben wir jetzt? Stand 2 Leute. Come on. Wir könnten jetzt entscheiden, dass Puppe noch eine Chance kriegt. Aber 2 Leute noch hier. Wollt ihr mitmachen? Melanie zum Beispiel. Es geht um die Ehre. Ich weiß, in dir steckt ein kreatives Biest. Ah, der TJ. Okay, dann sind wir jetzt hier besetzt sozusagen. Doch, oder? Wir haben jetzt noch, haben wir noch einen Platz frei? Hat irgendwer einen Bieröffner? Ja, genau. Melanie muss noch herkommen. Sehr schön. Das freut mich doch sehr. Ein Applaus für unseren nächsten Gladiatoren hier auf der Bühne. Genau, also ihr kennt das Spiel, die richten das jetzt ein und ich wollte jetzt mal hier unsere Vorrundensieger, die also Finalisten sind, ein bisschen befragen,
wie war es für euch, was hat euch bewegt und wieso habt ihr so krasse Sachen gezeichnet? Wie kamt ihr auf den Scheiß, kurz gesagt? Ladies first. Das kann man immer sagen. Also ich danke an dieser Stelle München, meinen Eltern und den lieben Herren. Danke, dass ich auf dieser Bühne sein darf und hier teilnehmen durfte. Das war mir eine große Ehre. Und ansonsten hatte ich natürlich einfach eine göttliche Eingebung. Absolut. Lieber Tim, ne? Du hast ja ganz schön abgeräumt an vielen Stellen. Was war deine Strategie? Nele, vielleicht Nele, so als Tipp für die nächsten Spiele. Nele, wir wären soweit. Ah, es geht schon weiter. Ja, tut mir leid, ihr könnt jetzt auch keine Werbung mehr für eure Podcasts machen. Auf Phonik kennen wir. Tim hat sich eben auch nochmal vorgestellt. Tine Nova, Kulturkapital, abonniert diese Podcasts. Wir haben ja quasi jedem Finalisten mehr Follower versprochen. Ja. Das wäre also schon mal eine schöne Sache. Wir haben einen neuen Raumcode, wenn ich das kurz einstreuen kann. MFUH muss man jetzt eingeben. Während die Spieler hier zeichnen, MFUH. Einer ist schon im Publikum dabei, zwei. Die Spieler haben jetzt also wieder Zeit, ihre Begriffe zu malen, die sie da haben. Und in der Zwischenzeit haben also alle, die mitspielen wollen, über den Livestream die Möglichkeit, sich wieder einzuwählen, mit abzustimmen. Da war aber wirklich jemand sehr schnell entschieden. Das ging ja flott hier. Also alle, die am Stream zugucken oder hier im Publikum sitzen, im Saal, können sich über jackbox.tv einwählen mit dem Raumcode MFUH. Dieser Raumcode hat absolut nichts zu bedeuten, aber er ermöglicht euch, hier mitzumachen. Also da oben dieses grüne Männchen, das ist ja schon sehr yogahaft sozusagen. Sehr schön. Jetzt lernen wir also auch die neuen Spieler mal kennen mit ihren Avataren. Ist ein bisschen schade, dass die Namen da nicht dastehen. Also das war noch keine Zuordnung. Aha. Okay, alles klar. Merkt euch das Türkise. Seid ihr schon eingeloggt wieder in den neuen Raum? Jackbox.tv, Raumcode MFUH. 17 Leute sind noch eingeloggt, also auch über dem Livestream. Ihr könnt euch da einloggen und mitspielen. Und irgendjemand braucht hier wirklich ewig, sucht nach Inspiration, ist verzweifelt, hat vielleicht einen absolut hammerharten Begriff oder kommt mit der Technik nicht klar, wäre auch eine Vermutung. Ja, genau. Ah, super. Okay, also wir haben jetzt unsere 6 Begriffe wieder gemalt. Das hat alles super geklappt. Und ihr müsst jetzt, liebe Spieler, sozusagen anfangen zu raten. Was ist das? Ich würde sagen, das ist die Cancelung des Sommerurlaubs oder Segelturns. Aber das hat wenig mit Podcasting zu tun. Johannes. Ja, für mich ist es nicht der Sendegarten. Ah, okay. Also Sendegarten verbindest du mit irgendwas, was aussieht wie ein... Ja, Sonnenblume und ein kleines Bötchen oder ein Feld mit so einem kleinen Fähnchen, wo man dann die Rillen sieht, wo man sieht, was man geerntet oder was man gesät hat. Okay, also man ist ja so, bei Kunst ist ja so, ne? Das ist ja oft interpretationsoffen, sag ich mal. Und wir schauen mal, was jetzt bei den Mitspielern rauskommt. Wenn ihr Spieler Fragen habt, der Johannes geht auch nochmal rum, also und erklärt euch. Ach so, was mit dem Bier? Ja, also falls ihr gerade, da stehen noch 2 Bier. Ah, siehst du, da kann ich dir sogar schon mal 1 geben. Aufmachen ist dort bei TJ möglich. Oh, ich finde das toll, wenn Spieler sich untereinander helfen beim Bier aufmachen. Das ist sehr wichtig. Sehr kollaborativ. Gut, was haben wir denn? Just something magic. Okay. Error. Okay. Piraten ohne Sonne. Okay. Kein Sommer und Schlechtwetter. Das sind also jetzt Sommerpause. Das sind die 6 Begriffe, die auch das Publikum mitwählen kann. Was ist also der richtige Begriff? Und 24 Leute sind eingeloggt. Also nicht vergessen, hier auch mit abzustimmen. Und die Spieler, die müssen sich jetzt natürlich auch entscheiden und wählen auch Begriffe aus, die sie besonders gut fanden. Just something magic. Woo.
Okay, das ist irgendwie rausgefallen. Ich habe gar nicht verstanden, wie die Punkte vergeben wurden jetzt. Okay, kein Sommer im TJ, na immerhin. Ja, eine Stimme hast du eingesammelt. Und Sommerpause, ja, das Publikum war sich ziemlich sicher, dass das die Sommerpause ist. Und es war auch tatsächlich der Begriff. Und ihr wisst, so Sommerpausen, Wikigeeks oder so, die können schon mal ziemlich lang werden. Okay, Iris, ich würde sagen, da hast du schon mal einen ganz schön vorgelegt hier. Und warst doch so schnell. Ich glaube, wir kommen wieder auf dieses Kotz-Thema zurück mit diesem Bild, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Also es ist so von der, wenn man so an menschliche Figuren denkt, das hat schon ein bisschen was von Picasso, grüne Phase dann vielleicht, aber das sind auch wieder diese Punkte, ja, das ist also Dinge. Was sagt man da? Ja? Was wird das wohl sein? Also ich weiß ehrlich gesagt, ich kann da gar nicht viel zu sagen, weil mir fällt gar nichts ein, was mit Podcasts zu tun hat und diesem Bild. Aber ich bin schon sehr gespannt, was das wohl für ein Begriff ist. Okay, wir essen während des Podcasts, Sprechhemmung, okay, das ist wie ein bisschen wie Zungenprothese, Odolgurglerin, auch nicht schlecht. Und ja, chillen, auch okay. Hate Speech, ja, das würde ich durchgehen lassen. Essen beim Sprechen. Okay, also irgendwie haben wir so ein bisschen was zum Essen-Thema und irgendwas, was mit Mundhygiene zu tun hat. Und das Gegenteil von Mundhygiene, Hate Speech, könnte man ja mal sagen. Moritz, oder? Da sagst du auch nicht nein. Das ist die Zusammenfassung deiner Keynote von gestern, dieses Bild dann sozusagen. Okay, Punkteverteilung. Sprechhemmung, immerhin mal noch ein Punkt abgesahnt. Sagen wir jetzt, wir essen während des Podcasts 22%. Also Thompson würde sagen, so auch das Publikum Teile davon überzeugt. Essen beim Sprechen, ja, das kennen wir alle gerne. Das ist also die richtige Antwort und CHB hat hier also auch immerhin einige aus dem Publikum. Also das Publikum war unentschlossen, würde ich sagen, jetzt bei diesem Begriff. Ja, da war auf jeden Fall viel Deutungsspielraum, würde ich jetzt mal sagen. Pupe, wie ist es, auf der Publikumsseite mitzumachen? Ein wunderbares Gefühl. Bist du erleichtert, nicht mehr unter diesem Zeitdruck zu stehen? Ja, so die Spieler können quasi entweder hinter sich gucken oder da vorne hast du auch noch die Möglichkeit, einmal zu schauen. Genau. Also du kannst auch von da hinten spielen, DJ, aber das wäre nicht nett. Bitte bleib bei uns. Sehr gut. TJ war schnell entschlossen. Wonach gehst du denn, wenn du jetzt hier die Begriffe eingibst? Hast du schon eine Strategie entwickelt? Das, was mir halt als erstes einfällt. Also assoziativ, intuitiv sozusagen. Und was ist die Quelle deiner kreativen Inspiration? Bier. Okay, alles klar. Noch 5 Sekunden. Oh mein Gott, die Zeit. Genügend Helles, ja, und dann ganz viel Dunkles. Was könnte das sein? Wir verstrahlen die Landschaft. Ich sag mal, gesellschaftskritischer Kommentar vielleicht auch. Funken. Fuck, oh ja. Ein Liebeslied? Nee, also wäre es, ja, also ich will es nicht hören, ganz ehrlich. Allein schon, sag ich mal, wegen der Farbe. Ja, also da poppen bei mir Sachen auf. Livestream? Ja, apropos Livestream, liebe Zuschauer, ihr könnt unter jackbox.tv mitspielen bei diesem Spiel unter dem Roomcode MFUH. Störsender, auch immerhin 13% aus dem Publikum, die mitspielen. Melanie. Ja, ich glaube, über manche Deutungen müssen wir nachher echt nochmal reden. Also da scheint was im Argen zu sein. Was war denn die richtige Antwort? Ah, Livestream, alles klar. Wer liegt vorne? Im Moment, ja, manche Spieler haben einen Streak und Iris, like vorne. Also Iris, mach weiter so. Der nächste Begriff. Oh.
Ja, jetzt kommen wirklich die psychoanalytisch tiefsitzenden Deutungen. Ich kann ja mal zu unseren Finalistinnen und Finalist gehen. Was haltet denn ihr denn von der Konkurrenz? Habt ihr schon Angst, oder? Du weißt ja den Code für den Raum da. Also lieber Georg, da ganz oben links steht MFUH. Also mein Gefühl ist, dass es eine Ablenkungstaktik ist. Also ganz ehrlich. Schön, dass wir das klären konnten, lieber Georg. Schön, dass du so ein bisschen, das, wie das Publikum auch Fragen hat. Aber was haltet ihr denn von der Konkurrenz? Was fragen? Ja, das Publikum. Ich frage ja die ganze Zeit. Die halten sich sehr zurück. Die wollen euch nicht helfen. Also wir haben jetzt hier relativ viel im Schlafbereich, was auch Sinn macht. Also ich nutze ja. Ja, was haben wir denn? Schlaflos in München, ja. Wo ist sie denn, liebe Larissa? Aha, wo ist sie? Leider nicht da. Schlaflos in München war ich ja heute Nacht auch relativ lange. Aber der Podcast hat mich dann wieder über die Nacht gerettet. Soundbed, Einschlafen-Podcast. Okay, was wird wohl Einschlafen-Podcast? Hm, macht Sinn. 60% des Publikums haben es auch gedacht. Melanie, ich würde mal sagen, du hattest das Publikum auf deiner Seite. Schlaflos in München. München. Ja, Melanie fand das also auch gut. Und was ist es denn jetzt nun? Das Soundbed. Die richtige Antwort von Thompson gemalt. Leider nur ein Mitspieler getippt, aber ich finde auch sehr gelungen, oder? Soundpad war jetzt gar nicht so schlecht. Ich fand es auch sehr gelungen, aber nur 28% aus dem Auditorium, das finde ich schon sehr schwach, muss ich zugeben. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass 28% aus dem Auditorium hier sitzen und wie Georg sich fragen, wie ist denn eigentlich der Raumcode? Also von daher, ja, da sind schon wieder diese Punkte. Liebe Spieler, ich habe diese Punkte, überall diese Punkte. Ja, also das ist jetzt quasi, ich weiß, wessen Begriff das jetzt ist. dieses Raytrace da oben. Also nochmal vielleicht für das Publikum, der Raumcode ist MFUH, ihr geht auf jackbox.tv. Was hältst du denn von der Konkurrenz, Puppe? Nochmal, warte. Ja, ich freue mich natürlich, dass so viele Leute nochmal sich hier beworben haben und auch ihr Glück versuchen. Aber bei den Begriffen hätte ich mich natürlich gefreut, dort nochmal mitzumachen. Noch 10 Sekunden. Ach, man kann nicht alles haben, lieber Puppe. Das ist ja dann immer, wer die Leute, die dann aus dem Rennen ausscheiden, die finden immer irgendeinen, weißt du schon, was los ist. Okay, also wir haben jetzt hier ein paar Antworten. Der Bayerische Rundfunk, okay, ich glaube, ihr habt euch ein bisschen von diesem Mikro hier einlullen lassen. Kreativ-Soundmixer, Mixmischpult, Mixer. Ich sag mal, so ein bisschen eine Richtung würde ich jetzt da rauslesen können. Wer auch immer das gemalt hat, der hat hier, glaube ich, irgendwie sehr interessante Assoziationen geweckt. Das Mixmischpult, also CHB, da hast du relativ viele Spieler mit in deine Falle gelockt, würde ich da sagen. Iris meint, es ist der Bayerische Rundfunk. Achso, und die richtige Antwort wäre das Mischpult und das Publikum hat das richtig gedeutet. Und das daran liegen, dass ihr das viel größer vor euch seht oder dass man so ein bisschen Abstand braucht dazu. Ja, also CHB, du hast gerade einen Lauf, würde ich sagen, und bist jetzt im Moment auch Führender in unserer Runde. Bist du schon ganz aufgeregt deswegen? Okay, das ist also auch wieder ein eher bierseliger Kommentar zum Spiel. Wie gesagt, liebes Publikum, ihr könnt ja auch mitspielen. Und wir haben jetzt ja auch schon eine Antwort drin. Zwei Antworten drin. Ja, aber wenn da mal ein Buchstabe fehlt, wir sind ja da nicht so genau hier. Wir sind ja da nicht so genau. Gut, offline, auch interessant. Hashtag, könnte man jetzt als relativ oft. Kreissaal, ja. Das wäre irgendwie auch ein interessantes Podcast-Thema. Sendegator, das ist irgendwie
Okay, also das sind dann die Sendegate-Mitglieder. Die Sendegater. Wir können das Richtige ja gar nicht denkgeben. Das nimmt er nicht. Das ist ja eine bodenlose Frechheit. Ja, ich glaube, das Spiel funktioniert so. Sendegate hat also hier 4 Stimmen bekommen, 60% Publikum. Melanie, ich glaube, das waren deine Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Da hast du jetzt fast alle in deine Falle gelockt. Und das hat hier, glaube ich, Fettpunkte gebracht, würde ich jetzt sagen. Und damit bist du auch schon auf Platz 4 vorgerückt, liebe Melanie. So, das war also jetzt die erste Runde mit unserem zweiten Team. Die kriegen jetzt also wieder ihre nächsten Begriffe angezeigt. Vielleicht sollte ich ja doch mal ins Publikum. Also jetzt nach den technischen Anfangsholperigkeiten. Wie gefällt euch denn das Spiel? Seid ihr irgendwie inspiriert? Habt ihr irgendwie heute Nacht Albträume von dem, was ihr seht? Oder ja? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ja, das geht aber allen hier so. Also ich würde sagen, das ist so, sagen wir mal, die Marktforschung hat ergeben, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich glaube, damit können wir ja alle ganz gut leben. Ach so, also ich werde gerade informiert, es gibt hier Bier, das soll wohl helfen. Also ich glaube, man versteht das Spiel dadurch nicht besser, aber es ist einem mehr egal vielleicht. Man kann es so ganz drauf einlassen, was hier dann also passiert. Lieber Tim, jetzt komme ich doch nochmal zu dir, weil du bist der Einzige, der noch nicht an meinem Mikro war. Erzähl doch nochmal kurz, was du für einen Podcast machst, weil das ist ja so ein bisschen kostenlose Werbeeinblendung hier. Also ich mache einerseits einen Corporate-Podcast, der nennt sich Balwas Jobcast. Da geht es um Berufe in der Versicherungswelt. Und das zweite ist ein Personal-Podcast, der nennt sich Auf dem Holzweg und da berichte ich aus dem Wald. Also ihr habt es gehört, das sind die Podcasts, die der Tim hier macht. Auf dem Holzweg, das ist quasi ja eigentlich der inoffizielle Episodentitel für diesen Abend. Und es geht also hier schon mit dem nächsten Begriff in der zweiten Runde weiter. Okay, es ist minimalistisch angelegt, würde ich jetzt mal sagen. Spielen alle mit? Ah, TJ hat die Bühne verlassen. Hat es irgendwas mit der Größe des Bildschirms zu tun? Okay, und ist auch schon direkt entschieden. Also, wie gesagt nochmal für die Leute am Livestream, ihr kommt über deckbox.tv, MFUH, auch in die zweite Runde dieser zweiten Gruppe mit rein und könnt da auch mit abstimmen. So, also ich habe jetzt auch irgendwie wieder so ein paar Sportarten im Sinn, ehrlich gesagt, dabei. Also, naja, also wie gesagt, so richtig was zum Thema Podcast würde mir jetzt hier schwer fallen. Aber ihr wisst ja jetzt, wie das geht, liebe Spieler. Wir vertrauen auf euch. Ein umgefallener Segway, ja, sehr schön. Warum steht das hier nirgendwo? Also, liebes Publikum, ich mein, wenn ihr hier ein paar Antworten pushen wollt, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen einteilen. Hände hoch, okay, das ist quasi der umgefallene Segway. Popschutz. Ja, jetzt ist ein bisschen so ein, ich sag mal so ein Streit, wer hat jetzt recht, was die Rechtschreibung angeht vielleicht. Aber ich glaube, das scheint gut funktioniert zu haben. Also wer auch immer das gemalt hat, der hat hier, glaube ich, so ein gewisses Thema gut vorgezeichnet. Mal so einen ganz billigen, Popschutz, alles klar, mit 2P oder 3 streng genommen, hat also hier richtig gut Punkte abgesahnt in dieser Runde. Thompson war das? Ja, sehr gut. That's the spirit. Also man kann jetzt hier, TJ, ich würde sagen, du solltest vielleicht noch mal ein bisschen Dampf machen, um deine Chancen auf das Finale zu wahren. Denk immer daran, du könntest ja quasi Doppelsieger sein. Jeopardy, Podcast Jeopardy-Gewinner. Und ich glaube, es wird nicht besser, wenn man näher oder weiter weg an diesen Bildern dran ist, oder? Na, Aorta sagt Puppe. Andere Vorschläge, auch einfach nur, um die Leute hier vorne ein bisschen verrückt zu machen. Ah, okay, also Claudia gibt hier irgendwas Medizinisches, Herzquerschnitt. Ich sag mal,
wenn jetzt hier ein Notfall eintritt, bist du vielleicht nicht die Erste, die wir zur ersten Hilfe rufen. Aber ja, also das ist schon, wie gesagt, also vielleicht nochmal die noch Situation. Noch zehn Sekunden, die Situation zu erklären. Man kann da auch nichts mehr löschen, wenn man einmal was gemalt hat. Das mag so einiges erklären, was hier an interessanten Dingen zu sehen sein. What? Okay. Ich glaube, Wort ist es immer. Also Wort ist immer eine gute Antwort. Kopfhörerfangstelle. Ja, okay. Ich glaube, ich verstehe, woher es kommt. Sowas braucht eigentlich jeder gute Sendezentrum, eine Kopfhörerfangstelle. Eine Headset-Aufbewahrungsbox. Okay. Das klingt sogar praktisch. What? TJ, Mensch, das ist doch der Spirit. Du musst die Leute jetzt einfach nur noch mit Fatalismus, kriegst du sie am Ende des Tages. Okay, der Podcatcher. Ich muss sagen, das ist Iris eine clevere Darstellung. Darf ich das mal sagen? Aber ich bin ja neutral. Also auf jeden Fall, das Publikum war auch ganz bei der Iris in dieser Runde. Und im Moment sieht es auch so aus, als wäre Iris dann doch im Finale auch dabei. Okay. Leute im Publikum, es kommt Wallung ins Publikum mit dem Wort Papst. Aber wir wissen ja nicht, was es sein könnte. Es würde zum Bayerischen Rundfunk passen, ja. Auf jeden Fall. Also TJ, du musst auf jeden Fall jetzt Punkte durch Brillanz erzeugen. Zieh das Publikum auf deine Seite. Zieh das Publikum auf deine Seite mit schlimmen Dingen. Also ich weiß auch nicht ganz genau. Also da fehlt mir ja so ein bisschen religiöse Podcast, gibt es ja dann auch. Ja. Kardinalfunk BR, ja. Sehr schön gibt es das hier. Podcastertisch. Podcast Papst, Chu, okay, CHU, Nikolaus, ja, ist ja bald wieder, würde also auch passen. Und Tim Pritlove. Last time I checked, he didn't look that way. Ja, Tim ist ja heute den ganzen Tag mit so einem Hut und einem Stab rumgelaufen, das haben wir ja alle gesehen. Oh, okay. Tim Pritlove hat auf jeden Fall ein paar Punkte eingesammelt. Kardinalfunk BR. Also CHW, du, ich glaube, du triffst dir einen Nerv im Raum. Podcast Papst ist die richtige Antwort. Sehr schön. Und Herbert hat diese Punkte eingesammelt. Aber das Publikum war, glaube ich, ein bisschen auf anderen Seiten. Ja, Tim Pritlove. Also Tim, das ist offensichtlich das Bild, was Leute irgendwie mit dir assoziieren können. Ich weiß nicht, was du jetzt damit anstellst mit dieser Information. Das ist eine kostenlose Image-Recherche hier, Image-Erhebung. Hm. Ja, ihr könnt ruhig, wie gesagt, ruft rein, pusht die Leute hier, die Spieler, macht noch ein bisschen mehr Stress. Ja. Also wie gesagt, die Begriffe vielleicht auch nochmal für den Livestream sind alle im Podcast-Universum angesiedelt. Wer hätte es gedacht bei einer Podcasting-Konferenz? Und ich bin gespannt, was jetzt zu diesem Bild auch zum Thema Podcast. Malen ist halt überhaupt nicht mein Ding, aber ansonsten. Naja, aber ja, ich würde mal sagen, Malen ist nicht mein Ding, ist eine Top-Voraussetzung für dieses Spiel. Fressschach, also jetzt gerade ist ja die Spiel in Essen, Fressschach könnte also eine innovative Spielidee sein. Sendegate Nicht-Forum, okay, das scheint eine geheime Unterseite zu sein, die ich noch nicht kenne. Sendegate, wieder Rudel-Podcast, auch sehr schön, Rudel-Podcast. Community oder die Podcast-Partnerin. Da kann ich mal Werbung machen? Nee, ich habe meinen Button nicht. Aber die Tine zum Beispiel oder die Melanie... ja, ach so, da. Ich mach mal hier so Werbung. Kannst du mal darauf so? Ich halt's mal. Also die Podcast-Paten unterstützen euch, wenn ihr Podcasts machen wollt.
So, wir sind schon bei der Auflösung. Also Sendegate hat jetzt auch Punkte abgezogen. Das Publikum ist der Überzeugung, es ist der Rudel-Podcast. Iris hat sie in die Falle gelockt. Sehr schön. Und ich vermute mal, nein, es sind auch nicht die Podcast-Patinnen. Aber auch so schön lila, unsere Farbe. Es ist auch nicht das Sendegate-Nicht-Forum, komischerweise. Wer weiß warum. Ich glaube, es ist ein... Könnte es Fressschach sein? Nein, oh mein Gott, wo landen jetzt diese Punkte? Also, oh TJ, also Community, ich weiß nicht, das hat nicht so richtig funktioniert. So. Also, jetzt haben wir hier, ich denke mal, es ist fast mit der letzte Begriff in unserer zweiten Runde mit dem zweiten Team. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Hier ratlose Gesichter auf der Bühne. Ja, es ist irgendwie, also ich sehe da so eine Katze, Schlange, die sich in den Schwanz und so. Ist ein klassisches Begriff wäre aus dem Podcast-Universum. Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Also liebe Leute, ihr wisst, ihr müsst jetzt hier echt nochmal alles geben. Ja? Alle Punkte einholen. Hier gibt's also eher so eine technische Antwort im Bereich HMC 660. Die Notklinke, wer kennt sie nicht? Selbst in Schwanzbiss. Finde ich gut. Gut, dass er auf mich hört. Nochmal der Double Ender. Ich vermute, na, mal gucken. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja. Ist das auch so ein Podcast vom BR? Ne? Oder so eine Sendung? Ja. Und Self-Plugging haben wir als auch noch. Also wahrscheinlich ein paar dieser Begriffe hier könnte man auch miteinander ersetzen oder gegenseitig ersetzen. Schnell abstimmen, noch 10 Sekunden. Liebes Publikum, es haben noch 4 Leute nicht abgestimmt. Möchte jemand Bier? Liebe Leute, ihr sollt nicht zu dem Georg gucken, der will euch nur ablenken. Der will euch nur fertig machen für das Finale. Also die Notklinke kriegt ihr... Die Notklinke kriegt also auch ein paar Punkte ab. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. TJ? Ja, du halt... Ja, ja. Dafür ist die Bonusrunde da. Okay, Self-Plugging. CHB, also ich bin damit konform. Aber dieser Minimalismus, ich bewundere das. Auch schon bei deinem Avatar, den du dir gebaut hast. Sag mal, ist das ein Plug? Ist das ein Plug, der sich... Also ja, es ist ein Self, you know. Ja, okay. Ach, Bilder in meinem Kopf, ich will gar nicht weiter drüber nachdenken. Aber CHB will ich nur noch mal sagen, wir sind jetzt hier kurz vorm Rundenende. Der liegt echt vorne. Ja, könnt ihr euch noch mal echt was abschauen hier von dem Mann. Da muss ich ihn noch mal fragen, also wie ist denn das? Ne? Also wie gestaltest du denn das? Hintergründig. Hintergründig. So wie den siebten Zwerg. Okay, Mann, das ist deep. Hätte ich nicht erwartet. So, wir sind jetzt hier also schon mit den Begriffen dabei. Bär steuert. Vielen Dank. Bier steuert. Bier steuert? Ah, okay. Ich hab verstanden, der kann das I nicht, aber es war das Ü. Intro, Clipping, Laut, Wellenkamm. Weiß jemand, was ein Wellenkamm sein soll? Verstehe ich das irgendwie? Ach, das ist ein Wellenkamm. Oh Mann. Ich dachte, das wäre ein Dingelhopper. Das habe ich so bei Ariel gelernt. Okay, also Publikum ist relativ eindeutig, oder zumindest die Hälfte sagt, das könnte Clipping sein. Könnte es vielleicht ein Intro sein? Das ist die richtige Antwort, Melanie, und du hast damit auch wirklich ein paar Leute auf deine Seite, zumindest Mitspieler, auf deine Seite gezogen, aber leider nicht so viel aus dem Publikum. Das heißt, wir haben jetzt hier also der Gewinner, CHB, der also
nach Punkten gewinnt. Und Thompson wurde am meisten geliked. Also Applaus für unsere Spieler hier. Ins Finale kommen damit CHB, Thompson und die Iris. Vielen Dank an die weiteren Mitspieler. Ja, also jetzt müsst ihr euch um die Plätze da. Ist anstrengend. Ist es für uns alle anstrengend? Nein. Wir werden wieder einen neuen Roomcode haben. Kleinen Moment dazu. So, jetzt kann ich ja mal die frisch gekürten Finalisten befragen. Ich habe hier schon einmal gehört, boah, ist das anstrengend, Iris? Mir ist total warm. Jetzt habe ich so ein BR-Logo, gebrandetes Mikro vor die Nase. Ja, aber was erzeugt denn die Hitze in dir? Ist es der Stress oder ist es einfach diese kreative Energie, die in dir sich aufbaut? Die Scheinwerfer, die auf mich runterbrennen. Okay, das ist die nicht so ganz romantische Antwort. Achso, ihr seid jetzt disconnected. Ja, ihr kommt jetzt in den neuen Raum rein. Der Johannes hilft euch dabei. Lieber Thompson, wie aufgeregt bist du auf einer Skala von 1 bis 10 jetzt im Finale zu stehen von Drawful, der Podcast-Edition? Ich würde sagen 7. Das geht aber noch ein bisschen mehr. Das geht noch. Ja, aber jetzt muss ich mein Profilbild machen. Das kommt ja auf Level 8. Also. Okay, also das Aufgeregtheitslevel steigt schon. Ihr wisst schon, es geht darum, gemeinsam mit TJ sich in die Hall of Fame der Podlove, Podcast, Workshop-Spiele und auch Subscribe-Spiele sozusagen einzureihen. Und ihr habt dann die Ehre, auch mal TJ die Hand zu geben, habe ich gehört. Ja, lieber Tim, das ist auch wieder so ganz ähnlich. Kommst du auch mit der neuen Farbe klar? Du hattest vorher, glaube ich, blau. Ich komme auch mit Rot klar, wenn es sein muss. Ja. Ja, ich habe nur gesehen, ihr habt ganz schön viel getankt hinten auf der Bank, auf der Reservebank. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil für die Finalrunde? Für die Bonuspunkte ist es sicher ein Vorteil. Okay, alles klar. Also das Bierdoping ist vor allen Dingen für die Bonuspunkte vorgesehen. Lieber Georg, sit back and relax steht da. Bitte mach's nicht, hier hinten ist kein Stuhl. Freust du dich aufs Finale? Was ist deine Taktik? Mein Bier ist gleich leer. Diese subtilen Botschaften hier im Raum. Ja, da hilft doch mal jemand diesen armen Menschen. Ein bisschen habe ich schon noch. Sehr schön. Und auch Tino will ich nochmal fragen, was ist jetzt dein Ansatz, um hier nochmal richtig zu rocken und die Siegerin zu sein? Also die Taktik ist natürlich gewinnen. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Das ist das Motto. Und auch an die Rente denken. So, also wir sind jetzt hier alle eingeloggt. Das heißt, das Publikum kann sich auch in diese Finalrunde wieder einwählen. Auf jackbox.tv könnt ihr mit dem Raumcode BNIA, ist das ein I? Ja, es ist ein I. Ja, das ist ein I, genau. BNIA. Genau, da könnt ihr euch also auch einloggen wieder, auch am Livestream. Und wie gesagt, wie gehabt, auch in der Finalrunde zeichnen wir also einen Begriff. Was ich hier so sehe, ja, das ist nicht jugendfrei, CHB. Ich bin ja mal gespannt, was dann für ein Begriff dahinter steckt, ehrlich gesagt. Also konzentrierte Gesichter. Ich glaube, ihr nehmt das jetzt hier alle total ernst, hoffe ich. Ich glaube, ich spüre so richtig, also so ein, ja, das könnte eine taffe Challenge werden. Ich glaube, wer hat jetzt hier noch nichts gemalt? Ja, die Tine. Ah, okay. Tine, die will sozusagen, nimmt sich hier richtig Zeit. Die Zeit hat sie auch. Und in der Zwischenzeit könnt ihr im Publikum, also auch auf jackbox.tv euch mit BNIA einwählen und diese Finalrunde und auch den Sieger damit mitbestimmen. Ja, es ist so ein bisschen wie die Stille vor dem Schuss hier. Also wir warten alle auf Tine, die jetzt also auch, sie guckt nicht ganz so zufrieden. Also ich sehe schon die Spieler, die sind ein bisschen, ja, die sind, wissen nicht ganz genau, ob das jetzt ihr gelungener Wurf war. Okay, also liebe Leute, ihr dürft nicht vergessen, ihr müsst jetzt hier loslegen. Ah, okay. Ihr nehmt euch Zeit. Das finde ich auch immer sehr gut. Das Publikum wartet also auf die Antwortauswahl.
Und damit haben wir sozusagen unsere Finalrunde begonnen mit dem ersten Begriff. Ich glaube, es ist relativ sicher zu sagen, dass oben könnte was sein. Ah, okay. Also die Vorschläge, die wir jetzt hier haben, das Lip-Sync-Battle, auch sehr schön. Das wird dann das nächste Spiel, was wir hier adaptieren, würde ich sagen. Laber-Podcast, Lippen-RSS, ja, das benutze ich auch oft. Das ist gerade so in trockenen Jahreszeiten, jetzt im Winter. Gibt es auch was von Labellum, glaube ich, von Lippen-RSS. Sprechreiz. Also irgendwie so Reizthemen sind dabei. Schall haben wir dabei, Sprechfunk. Gut, also da haben wir irgendwie so alle Assoziationen. Aber Lippen-RSS ist nicht schlecht, würde ich mal sagen. Ist schon ganz weit da vorne. Und wie gesagt, für alle, die sich jetzt später erst einschalten, die Spieler können jetzt hier also auch und auch das Publikum, ihr könnt Bonuspunkte geben für eure Lieblingsantwort. Noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden, ja. Johannes, der hat hier die Zeit genau im Blick, aber ich glaube, es haben jetzt alle in der Zeit was abgegeben. Okay, die Auswertung. Sprechfunk. Sprechfunk vielleicht auch. Immerhin relativ viele Punkte bekommen. Wir haben den Laber-Podcast, der hier mit 4 Punkten und dem aktuellen Titel Georg hat hier ordentlich abgesahnt. Also das, so sieht ein Laber-Podcast aus und nicht anders. Ja, das ist jetzt hier der Standard für einen Laber-Podcast. Es könnte aber auch Lippen-RSS sein. Also, aber es ist wahrscheinlich ein Laber-Podcast. So, also jetzt haben wir den nächsten Begriff. So, okay, also das könnte jetzt, da sind schon wieder diese Punkte am Auftauchen. Ihr merkt schon, also es ist jetzt hier auch so ein bisschen still geworden auf der Bühne, ich glaube. Hier geht es wirklich um die Competition, ne? Du nimmst es schon. Sind wir in der taktischen Phase angelangt. Also man muss schon echt überlegen, welche Ort, ob man richtig tippt oder ob man was Witziges schreibt, damit man die Likes kriegt. Ah, okay, also das, da hat jemand die Regeln verstanden. Yay! Schon in der Finalrunde, wow. Und beim zweiten Begriff. Ja, Tim, guck, ganz angespannt. Du kannst dir noch Bonuspunkte verteilen, oder? Stimmt, wenn ich nicht sprechen muss. Ach so, ja, konzentriere dich voll und ganz auf die Bonuspunkte, die sind ja sehr wichtig. Auch das Publikum, also wenn ihr mitspielt, ihr könnt jetzt auch abstimmen und Bonuspunkte verteilen. Wie das funktioniert, ich weiß es nicht, aber ihr wisst es viel besser jetzt, glaube ich, mittlerweile. Ich habe auch schon Bonuspunkte abgegeben, lieber Georg. Sicher. Okay, Auswertung. Sendekette. Ja, Sendekette könnte man auch. Eine Funkstrecke ist hier die Antwort der Wahl für 4 Leute und ein Großteil des Publikums. Tim, ich würde sagen, das war auch die aktuelle Antwort oder der richtige Titel. Das war auch wieder viele Punkte und pusht dich hier relativ weit vorne mit 70% Publikumsbestätigung. Also wer hier gewinnen will, der muss gucken, was Tim malt oder schreibt. Also da hast du, glaube ich, eine ganz gute Strategie gewählt und ich habe das Gefühl, ihr werdet immer minimalistischer. Ich finde das irgendwie faszinierend. Also entweder, ja, damit müsst ihr jetzt klarkommen, da hat euch mal jemand so richtig einen reingezerrt. Ich habe übrigens verstanden, wie die Punkte vom Publikum zustande kommen. Und zwar jeder Prozentpunkt sind 10 Punkte für die jeweilige Antwort. Okay, dann sind wir der Antwort einen Schritt näher. Ja. Und also nach dem Spiel sehen wir es dann. 1000 Punkte zu verteilen. Und also wer auch immer das gemalt hat, ich würde sagen, das ist hier schon mal, das ist hier schon mal auf jeden Fall echt eine gemeine Aufgabe für die Gegnerinnen und Gegner hier auf der Bühne. Also wir kämpfen mit allen Mitteln, ne? Ja, das möchten wir auch sehen. Also, dass ihr noch nicht die Krallen ausgefahren habt hier auf der Bühne, das kann ich ja eh nicht verstehen. Okay, was haben wir? Schäfchenwolken. Auch ein klassischer Podcast-Begriff. Hagelwolken. Der Leopard ist verschwunden. Seine Flecken, ich ergänze mal, nicht. Ich glaube, ja, also da habe ich nicht viel zu sagen. Ja, ich glaube auch. Also der
Ralf schlägt vor, dass das jetzt die neue Arte-Serie wird oder ein Arthouse-Film auf jeden Fall. Der Leopard ist verschwunden, seine Flecken nicht. Tim, du alter Fuchs, das Publikum hat es also auch zu würdigen gewusst. Was haben wir hier? Metadaten, 4 Zustimmung, 60% aus dem Publikum. Also Iris, ich sag mal, hast du gut gemacht. Obwohl der Leopard, also wer solche Assoziationen weckt, der hat auf jeden Fall sich Mühe gegeben. Und Metadaten muss man jetzt ab sofort mit einem Leopard assoziieren. Das ist ja auch immer mal nicht schlecht. Das ist so ein bisschen, wie ich mich manchmal in der Schule gefühlt habe. Ein bisschen in die Ecke gedrängt vielleicht. Ist ja so, oder? Also ich kann dir sagen, das Publikum im Saal, da raunzt auf jeden Fall bei dem Bild. Ist irgendwie so eine missratene Tabellenform, könnte es auch sein. Aber ich darf ja nicht mitraten. Na, Johannes, das ist Reglement, verbietet das? Ja, weil dann würden wir zu viel verraten vielleicht, was drankommt. Okay, hilf mir, der Schrank kommt. Also ich glaube, wir machen hier einfach nur noch Filmtitel. Der Strafpodcast. Man weiß nicht, ist es was über einen Strafvollzug oder ein bisschen über so, ihr wisst schon. Was Podcast nicht ganz Kühlschrank ist auch super, oder? Ja, der steht ja draußen. Ja. Nischenpodcast, auch nicht schlecht, ja. Also ein bisschen in die Ecke gedrängt. Und dennoch, der Podcast-Kühlschrank, wer kennt ihn nicht? Ich glaube, alle Podcaster haben einen zu Hause. Georg kennt die besonders gut. Hilf mir, der Schrank kommt. Ach Tim, ich weiß ja nicht, wie ernst du deine Antworten hier meinst. So, könnte es die berühmte Nische sein? Ja, Thompson, ich finde, das ist eine gelungene Darstellung von der Nische. Das Publikum, ja, war auch ein schwieriger Begriff. Wir wollen ihn alle auch gar nicht mehr hören, aber du hast dir, glaube ich, da die Punkte echt verdient. Und Tim führt, also eine kleine Zwischenwertung. Ja, Zwischenapplaus für Tim, der uns so schöne neue Filmtitel hier schenkt. Ach so, ja, Themenkreis nicht jugendfrei. Wer auch immer das gemalt hat, wir müssen wirklich darüber reden, was hier geschehen ist. Danach. Ach so, Puppe. Großartig. Puppe hat, was, du hast keine, nichts zu sagen, dir fehlen die Worte geradezu. Bei dem Begriff. Okay, zensiert Arschgeige. Okay. Episodentitel. Scheiß Musik. Sehr schön. Also wenn ihr mal ein Plattencover sucht. Der musikalische Furz. Sehr schön. Und ohne Hose Podcast. Nele, ich hoffe ja, dass Dingen irgendjemand, der den Begriff... Also, dass irgendjemand den Podcast Der musikalische Pfurz irgendwie ins Leben ruft. Das fände ich wirklich toll. Ja, auf jeden Fall. Also, wir wollen eigentlich ganz viel davon dann auch umgesetzt sehen. Okay, also Scheißmusik kommt immer gut an. Zumindest bei Iris war das, glaube ich. Nein. Thomsnatz. Der musikalische Furz. Großartig. Ist ein Kommentar zur Zeit, sozusagen. Ja, Tim, ey. Großartig, ja. Was soll ich da sagen? Episode. Weil das ist so, dass... Da müssen wir echt drüber reden, also. Ich sag mal, wer auch immer das Also CHB ist... Naja, wir reden darüber später, okay? Wenn du mir sagst, wie du das in das Podcast-Vokabular reinbringst, ohne Hosen-Podcast... Naja, wir reden ja über Dinge, die im Podcast-Universum eben auch mal so vorkommen. Ja, dann störe dich doch nicht an der Zeichnung. Ich habe sie geliebt. Nele, wir müssen das nächste Mal so machen, dass der absolute Verlierer das dann als Cover für seinen Podcast machen nehmen muss. Das ist Höchststrafe. Das ist Höchststrafe, würde ich sagen.
Ah ja, also TJ nimmt sein Mischpult gerne. Also ihr habt ja vielleicht auch gesehen, als Publikum am Ende jeder Runde könnt ihr so ein paar von den Bildern auch screenshotten. Vielleicht haben das ja ein paar von uns gemacht. Also ein paar der Finalbilder werden uns erhalten bleiben und ich glaube, ohne Hose podcasten ist definitiv ins kollektive Gedächtnis sehr tief eingesunken dieser Runde. Also ich bin wie, keine Ahnung, Iris. Was ist das? Ja, aber der Pilz will weg vom Mast. Also ich sage mal, Glühbirnencast, Notenglühen, Funkende oder Senderantenne. Was könnte es wohl sein? Ficklicht am Schwenkgelenk ist ja auch witzig. Mhm. Ja. Also ich sag mal, es hat auf jeden Fall für durchaus Fantasie gesorgt, was wir hier sehen. Also ich habe das Gefühl, wir reden nicht mehr über Begriffe aus dem Podcast-Universum, mehr so über Episodentitel, mögliche Themen, die man verfolgen kann. Also der Glühbirnencast, gibt's den schon eigentlich? Jetzt schon. Warum von Thompson. Nicht? Jetzt schon. Thompson muss den jetzt machen, okay. Die Sendeantenne, also Georg, ja, könnte sein. In der Schweiz sehe ich so aus. Notenglühen, Gluen, Iris, ach, Iris hat immer ein bisschen Ü-Probleme. Ja, ja, tut, ja, es ist auch echt fies, wenn man Ü-Probleme hat, mitten im Finale. Der Pilz weg vom Mast. Ach, Tim, na ja. Absolut ja, richtiger absolut Kontakt. Richtig. Also es ist das berühmte Ficklicht am Schwenkgelenk. Das darf natürlich auch nicht fehlen bei Drawful. Das, also jeder, der das nicht kennt, der muss das jetzt dringend googeln. Ja? Das war also die erste Runde. Im Finale, also ich finde hier, da kommt was bei rum. So, jetzt wird es nämlich ganz spannend, weil jetzt wird quasi entschieden, wer der Sieger des Abends wird. Aus den Finalisten, sechs Leute zeichnen jetzt ganz gespannt und sehr konzentriert und werden dann, mein Gott, bin ich betrunken schon, fällt mir gerade ein. Das geht den Spielern ja auch nicht anders. Ja. Also warum sollten wir hier einen preiswerten Vorteil? Mein aktuelles Highlight ist ja ohne Hose podcasten. Nele, hast du schon ein Highlight? Ja, ja. Ich glaube, möglicherweise habe ich es gesehen hier oder da. Also das ist jetzt die letzte Runde. Ich möchte mich damit Highlights noch gar nicht so festlegen, aber ich glaube, so ein, zwei Sachen, ja, die werden einen Platz in meinem, auf jeden Fall in meinem Spiel gehören haben. Also, aha, okay. Alles klar, der Georg ist jetzt auch fertig. Bei Tim gucke ich mal nicht, was er malt. Da wollte man jetzt raten. Welche, wie war das? Claudia hat was vorgeschlagen. Okay, also wir sollen raten, was Tim benannt hat. Okay. Also wenn das Publikum sich darauf einlassen möchte. Wer im Livestream neu dazugekommen ist, jackbox.tv ist also die Seite, auf der ihr mitspielen könnt. Es beginnt nämlich die allerletzte Runde, die wir jetzt hier spielen, die letzten sechs Begriffe. Und ihr könnt euch da einloggen unter BNIA und mitspielen. Okay, aber wir haben es, glaube ich, auch schon so gemacht, dass wir ein bisschen den Schwierigkeitsgrad auch erhöht haben. Ne? Also wir müssen jetzt hier mit allem rechnen, aus Publikumssicht. Zwei der Spieler haben schon eine Antwort vorgegeben. Das war auch recht schnell irgendwie, kann das sein? Ja, eindeutig? Ja, also das, da hat sich die Didaktik was Lustiges gewählt. Ah, okay. Ach ja, der Taktiker. Thompson, der Taktiker. Mal sehen, wie weit du damit kommst. Also wir haben jetzt Podcast-Kindergarten als Vorschlag. Kinder war Sarah. Okay. Podcast-Patinnen. Podcast-Patin, Podkids. Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal Werbung dafür machen, mehr Podcasts für Kinder und Jugendliche zu machen. Nicht, dass es irgendwie Podcast-Jugend auch sehr schön. Das hätte auch die Hörerschelte sein können oder Hörerinnenschelte. Na, ich bin doch
Die Hörer sind uns doch die Liebsten. Die Podcast-Jugend, ja. Wann zählt man dazu? Also wenn man irgendwie in seinem dritten Podcast-Jahr ist zum Beispiel, das kann sich ja auch darauf beziehen. Oder wenn man dann besonders jung bereits anfängt mit dem Podcasten. Okay, der Kinderverzerrer. Okay, whatever that was. Die Podcast-Patinnen, mit 64% des Publikums, Georg, ja, nicht schlecht. Und was haben wir da jetzt noch? Es ist die Podcast-Patin. Nee, das war der richtige Begriff. Also Georg hat mehr Punkte gemacht mit der, sozusagen mit den Podcast-Patinnen. Nochmal der Hinweis auf die Podcast-Patinnen. Ne? Da könnt ihr also auch auf Twitter uns folgen und wir helfen euch, wenn ihr Starthilfe sucht, beim Podcasten, beim Einstieg zum Podcasten oder irgendwie Feedback haben wollt. Sind wir ansprechbar als Podcast-Patinnen? So, da ist, man könnte ja jetzt mal gucken, ob jemand hier auf der Bühne da, ob man da Ähnlichkeiten erkennt zu der Zeichnung. Brille und Haare. Ja, Iris hat die Brille nicht auf. Tim, bist du das vielleicht? Nein, aber man sieht ja, so ein paar Motive wiederholen sich. Ne? Wenn man jetzt so eine kunstwissenschaftliche Analyse erstellen würde, würde man ikonografische Wiederholungen und Festigungen zum Themenkreis Podcast finden. Und wir machen die Auswertung, erfolgt dann auf der nächsten Subscribe, würde ich mal sagen. Okay, das könnte jetzt sein, ich säusle dir den Sendemast. Das muss ich anders sagen. Ich säusle dir den Sendemast. Es könnte aber auch eine Sprechblase sein. Ja? Sprechblase ist eigentlich auch kein schlechter Podcast-Titel, oder? Gibt's vielleicht schon. Ein Radiosender? Okay, ich sag mal, das Medium hat ein Imageproblem, würde ich sagen. Live-Podcast, die Meta-Ebene oder eine andere Antwort. Gut, also die Sprechblase ist hier mit 14% aus dem Publikum ja gar nicht so schlecht dabei. Ich säusle dir den Sendemast. Natürlich von ja, Tim. Ja, natürlich von Tim. Mhm. Also ich glaube, das könnte sich durchsetzen, das Konzept, lieber Tim. Die Leute auf den Holzweg zu schicken. Okay, also es war auch nicht der Live-Podcast, sondern fucking Bertolt Brecht. Ja, Tine. Geht so, sag ich mal. Ja, genau, welchen Podcast macht Bertolt Brecht? Okay, ja. Reden wir ein andermal drüber. Also Bertolt Brecht, Radiotheorie, könnt ihr alles im Internet nachlesen oder eben auch auf den YouTube-Account von der vom Sendezentrum, wo dann auch diese Show hier landen wird am Ende des Tages. Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, ist dann das Copyright gesaved? Ja, das sind ja künstlerische Werke, die hier geschaffen werden. Dürfen wir das dann einfach so ins Internet stellen? Also wir müssen dann von allen Künstlern hier für jedes Bild einzeln noch... Die Schöpfungshöhe ist nicht erreicht. TJ, das sagst du doch nur, weil du nicht im Finale bist. Gib es zu. Hier wird behauptet, hier wäre eine Schöpfungshöhe nicht erreicht. Habt ihr das gehört? Ja, das ist hier. Alles klar. Genau, jetzt haben wir. Okay, also noch 10 Sekunden bei Alter. Ist eigentlich erlaubt, Sachen hinzuschreiben? Eigentlich nicht, aber ist ja jetzt auch egal. Ist ja eh Finale. Ist ja eh gleich vorbei. Eben, da geht's ja um nichts. Plattformisierung haben wir drin. Alles drin. Okay, interessant. Suchmaschine, Plattformen, Plattformzwang oder Plattform. Ich wüsste jetzt nicht, was ich machen müsste. Vielleicht würde ich einen Begriff ausschließen oder zwei und beim Rest dann einfach ein bisschen lottomäßig das abziehen. Ich glaube, wer immer das gemalt hat, hat hier eine ganz gute Strategie gewählt, die aber nicht regelkonform ist. Ja, und nicht regelkonform. Nicht regelkonform. So, noch 10 Sekunden. Aha, okay, alle abgestimmt. Das Publikum votet auch immer noch fleißig mit, wie ich sehe. Okay, Plattformen. Okay, immerhin. Wie viel waren das jetzt? 2 sozusagen. Alles drin,
Logisch, noch 11% aus dem Publikum, CHB. Ja, das hat sozusagen zumindest mal noch einen gecatcht. Plattformisierung, 22% aus dem Publikum. Tine auch noch ein paar Punkte abgegraben. So, gehen wir jetzt jeden Begriff nach durch? Nein, es ist die Plattform. Das ist also, Georg, nicht regelkonform. Dafür hast du auch sozusagen nur einen richtigen Vote erwischt. Okay, also wir sind jetzt hier kurz vor Ende des Finales. Es führt der Georg, danach kommt Tim und dann Tine. Die anderen drei auf der Bühne, haut noch mal rein. Ich glaube, Thompson, der Taktiker. Es wird nichts mehr. Was? Oh, komm jetzt, Mann. Das kann doch nicht sein. Ja, darfst dich hier nicht so hängen lassen, Thompson. Das ist jetzt sozusagen nochmal die letzte Chance oder eine vorletzte. Ich habe nicht genau mitgezählt. Habt ihr mitgezählt? Wie viele Begriffe haben wir noch? Aber es ist jetzt hier, ich spüre schon, es ist quasi so der Final Countdown des Finales vom großen Finale. Und dann wissen wir in wenigen Sekunden vielleicht schon, wer hier sozusagen durchschlägt. Gut, also Abgesang wäre eine der Vorschläge. Karaoke-Kit, Musikpodcast, Shownotes oder sehr schön. Oder auch Eminem am Strand. Ja, warum nicht? Also es sollte ja auch mehr musikalische Podcasts geben. Und Eminem am Strand ist sicher schon eine ganz gute Inspirationsquelle, um da in die richtige Richtung zu stoßen. So, jetzt können wir ja mal alle überlegen, welche der Begriffe vielleicht von Tim sein könnte. Könntet also auch mitwirken. Tim führt gerade, oder? Habe ich dieses Klassement richtig? Wer führt nochmal? Ich habe es nicht mehr gesehen. Also es ist ich oder Georg. Der Georg führt. Na, immerhin. Also Eminem am Strand hat zwei Leute total überzeugt. Tim sammelt hier immer noch Punkte ein. Aber Eminem am Strand, wie gesagt, das könnte auch so ein verwegener Pop-Block sein oder sowas, so ein Berliner Ding. Musikpodcast, auch nochmal zwei Punkte, zwei Stimmen eingesammelt. Und es sind die Shownotes. Und die Shownotes, sind welche da? Können wir nochmal Applaus geben für die Shownotes und Shownotes-Schreiberinnen? Vielen Dank. Und 72%. 72% des Auditoriums, auch sehr beachtlich. Ja, ja, ja. Also das Publikum hat genau gewusst, was da passiert. Also wir haben noch ein oder zwei Begriffe jetzt, glaube ich. Also wir sind jetzt hier gleich der Entscheidung, wer das Drawful Podcast Edition Spiel gewinnt, schon näher gekommen. Also da ist auch wieder alles drin, diesmal regelkonform, würde ich sagen, ohne Schriftzeichen. Also wer wird jetzt hier den nicht vorhandenen Pokal für das erste Drawful Podcast Edition einheimsen? Also ich bin auch so ein bisschen, es hat wirklich was Albtraumhaftes sozusagen. Es wird uns heute Nacht alle verfolgen. Okay, also was, Demut, okay, der Heilige und die Spinne, alles klar, Rambazamba-Cast, Rambazamba, Mikrofonständer, okay, also wenn man den nicht richtig aufbaut, sieht der so aus, glaube ich manchmal. Kabelsalat, alles klar. Und Claudia, Ralf und Tim. Okay. Okay, die Abstimmung ist durch. Wir werden jetzt sehen, was das wirklich sein soll. Kabelsalat nimmt auf jeden Fall mal einen Punkt mit. Mikrofonständer. Tine, Tim, wir müssen darüber reden, ob du den richtig aufbaust, deinen, oder ob da Nachbesserungspotenzial ist. Der Heilige und die Spinne. Tim auch ist sehr kreativ, wenn ich das mal anmerken darf. Ja, ich glaube, Tim kompensiert irgendwas mit seiner Performance hier heute Abend. Ja, absolut. Demut. Ich sag mal... Das ist die richtige Antwort. Das sind unsere Gastgeber, Claudia, Ralf und Tim. Ein Applaus für die drei, bitte nochmal. Für Claudia, Ralf und Tim. Eine sehr kontroverse Zeichnung, würde ich jetzt sagen. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich der allerletzte Begriff.
Hier sagt jemand, Puppe sagt, er weiß schon, was es ist. Ich mach mal so, zwinker, zwinker. Aber Nele, meinst du nicht, dass dieses Bild von Claudia, Tim und Ralf irgendwie in zwei Schlafzimmer gehören? So an die Wand? Okay. Ja. Bitte mach keine Screenshots davon. Von Tim und von euch, oder nicht? Ja, das ist so ein tolles Bild von euch gewesen, Mensch. Ja, damit ihr mal in 20 Jahren wisst, wie ihr heute aussaht. Tolles Erinnerungsbild. Oder wie Leute denken, dass ihr aussaht. Das ist dann euer Bild für... Ist euer Bild für den Throwback Thursday in 20 Jahren. Ja, also auf jeden Fall fürs T-Shirt auf jeden Fall ein Highlight für das nächste Subscribe-T-Shirt. So, okay. Vier Fragen für Geiseltierchen. Das schreit doch nach Wissenspodcast. Oh mein Gott. Ein Biologie-Podcast. Beratungsinkontinenz. Ja, das ist so ein bisschen wie ein Einblick in so ein schlimmes Manager-Seminar jetzt gerade. Ein bisschen so ein Einblick in die Manager-Hölle. Podcast-Nachwuchs, aber immerhin. Der fragwürdige Molch. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein schönes Talk-Format, glaube ich auch. Aber vier Fragen für Geißeltierchen ist ja auch fragwürdige Molch. Der Podcast-Nachwuchs ist auf jeden Fall gar nicht schlecht dabei. Tina hat hier nochmal richtig zwei Stimmen eingecatcht und auch viel Publikum. Und 41%. Ja, also das ist jetzt hier wieder so eine Rechtschreibfrage gewesen. Podcast-Nachwuchs, der fragwürdige Molch, Tim. Also auch nochmal Punkte hier eingesammelt an der Stelle. Nerd-Content. Ist die richtige Antwort. Der CHW kriegt hier auch nochmal 1000 Punkte. Ja, die drei Fragezeichen, die vier Fragezeichen und ein Alien, würde ich jetzt mal interpretieren. Und ich würde sagen, wir haben einen Gewinner. Der Gewinner ist Georg von Aphonic. Herzlichen Glückwunsch. Und Tim ist der Gewinner der meisten Daumen hoch wurde. Ich glaube... Mit diesem Ergebnis können wir alle sehr gut leben. Auch Claudia, Ralf und Tim in ihrer neuen Transformation, die wir gesehen haben. Ich danke allen, die hier mitgemacht haben, euch sechs. Vielen Dank, dass ihr mitgemalt habt und auch allen, die mitgedrückt und Daumen gehocht habt. Und vielleicht, wenn wir das nochmal machen, haben wir dann die Regeln alle verstanden. Ja, lieber Georg, du darfst jetzt TJ die Hand reichen, wenn er es über sich ergehen lässt oder wenn er dir das erlaubt. Aber das ist sozusagen jetzt das zweite Mitglied in der Hall of Fame der Subscribe-Spiele-Edition. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, auch allen, die im Livestream mitgespielt haben. So von den Teilnehmerzahlen würde ich raten, dass mindestens doch so ein gewisser Prozentteil der Leute, die mit im Publikum waren, also auch von außen mitgespielt habt und sagt uns, wenn euch das besonders gefallen hat, vielleicht habt ihr auch Bock, das selber zu spielen oder ihr habt heute Nacht Albträume von diesen ganzen kreativen Impressionen, die wir hier gesehen haben. Und nehmt doch einfach so ein paar der Titel als Inspiration, wenn ihr selber einen Podcast macht, dann einfach euren eigenen Podcast auf die Bühne zu stellen. Das war's von uns. Morgen geht es wieder weiter mit den Vorträgen. Wir wünschen euch noch eine gute Nacht und bye bye.